Und ist das nicht eine herrliche Aussicht? Ein kleiner Vorgeschmack dessen, was uns auf dieser Wanderung erwartet. Und nun geht es los. Moin Moin, hier bin ich wieder und heute sind wir wieder auf Sjælland, der größten Insel Dänemarks. Bevor es losgeht, orientieren wir uns erst einmal, denn schließlich wollen wir ja wissen, wo wir uns befinden und wo es genau hingehen soll. Im Osten Sjællands finden wir die Hauptstadt Dänemarks, nämlich Kopenhagen. Etwas weiter westlich sehen wir dann die zweitgrößte Stadt Sjællands, nämlich Roskilde. Und an der Westküste angelangt sehen wir das kleine Städtchen Kalundborg. Und dort, wo sich der grüne Kreis befindet, dort liegt mein Standort, nämlich der schöne Campingplatz Sentdobbene. In meinen anderen Filmen über die Inseln Nexelö und den Wehrhoi hatte ich diesen tollen Platz bereits näher vorgestellt. Schaut dort einfach mal rein und dann entdeckt ihr auch ein paar Impressionen über diesen schönen Campingplatz. Das Ziel der heutigen kleinen Wanderung ist Ordrup Næs. Diese kleine Landzunge in der Sejerjöbucht liegt keine 10 Kilometer von Sentdobbene entfernt, also eine recht kurze Anfahrt. Hier schon mal ein kurzer Blick auf den Streckenverlauf. Ja, und es stellt sich ja immer die Frage, wo kann ich mein Auto parken? Ich möchte euch zwei Parkplätze zeigen und je nachdem, wo ihr euer Auto abstellt, ist die Wanderung dann 4 oder 6 Kilometer lang. Beide Wege bin ich schon abgegangen. Heute parke ich das Auto auf dem unten markierten Parkplatz und habe somit 6 Kilometer Wanderung vor mir. Dieser Parkplatz ist auch der größere von beiden. Hier passen wirklich eine Menge Autos drauf, was man in der Hauptreisezeit auch beachten sollte. So, nun ist das Auto abgestellt und wir können uns auf den Weg machen. Dort hinten befindet sich der Ausgang vom Parkplatz und wir nehmen den Weg Richtung Ufer. Nun sind wir im Schnelldurchgang unterwegs und erreichen gleich die Küste. Licht am Ende des Tunnels zeigt sich. Ja, und nun sind wir am Ufer und müssen noch diese kleine Treppe hinunter. Und hier erwartet uns ein kleiner Steinstrand.
Jetzt haben wir noch circa 500 Meter vor uns. Einen richtigen Weg gibt es hier nicht und wir müssen recht naturnah weiter wandern, bis wir den richtigen Wanderweg erreichen. Ja, und ab und an muss man schon Obacht geben, wie man trockenen Fußes weiterkommt. Ja, aber es macht doch richtig Spaß, so hier direkt am Wasser zu spazieren. Müssen wir uns auch noch ein wenig durch das Buschwerk schlagen, aber das macht auch Spaß. So, da ist der Wegweiser und wir sind jetzt auf dem Wanderweg und befinden uns direkt in der Nähe des zweiten Parkplatzes, den ich euch anfangs schon gezeigt hatte. Nun finden wir einen schönen Weg vor und können so Ortrup-Nääs umwandern. Ja, und auch auf dieser Wanderung gilt, Proviant nicht vergessen. Hier gibt es nur Natur pur und keine Infrastruktur. Ja, und hier noch einmal ein kurzer Zwischenstopp, denn wer die kurze Wandervariante gewählt hat und von dem kleinen Parkplatz aus gestartet ist, der kommt noch hier an diesen kleinen schönen Teichen vorbei, bevor man die Küste erreicht. Und nun ein Blick in das Jahr 2019. So sah die Landschaft im Mai 2019 aus. Richtig, alles ist noch deutlich grüner. Und nun sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Nun gelangen wir an dieses kleine Gatter und entscheiden uns, innerhalb der umzäunten Weide weiter zu wandern. Und wenn man zwischendurch doch bis an das Ufer möchte, ja, dann kann man ja auch diesen praktischen Übersteig über den Elektrozaun nutzen. Tja, und da vorne in der Ferne sehe ich wirklich mal zwei Personen. Ansonsten ist alles einsam hier. Wieder ein Foto aus dem Frühling und der Unterschied zur spätsommerlichen Natur ist nicht zu übersehen. Und so allmählich erreichen wir dann auch die kleine Steilküste.
Zwischendurch noch ein Blick auf die Karte. Wir bewegen uns jetzt zwischen den beiden roten Punkten und befinden uns auf dem kleinen Hochufer. Und kommen nun gleich zu einer meiner Lieblingsstellen. Ja, dort steht diese kleine Bank auf dem Ufer und lädt zum Verweilen ein. Der Blick von hier auf die Ostsee, ja, der lohnt sich wirklich. Und wenn der Rucksack dann noch das eine oder andere für eine kleine Rast bietet, ja, dann kann man es an dieser schönen Stelle schon eine ganze Weile aushalten. Und so ein wenig ins Träumen geraten. Und hier die gleiche Stelle nochmals im Frühjahr. Und das sieht auch sehr reizvoll aus. Wir bleiben noch einen Augenblick im Frühjahr 2019 und genießen den Blick auf die blühenden Bäume und Büsche. Und bevor es weitergeht, noch eine kleine Rundsicht über die Steilküste. Ganz im Hintergrund erkennt man noch die lange Halbinsel Sjællands Ål. Von hier aus starten die Fähren nach Aarhus und Ebeltoft. In beiden Städten findet man eine sehr schöne hügelige Landschaft. Und in den Molsbergen, zum Beispiel auf dem Treøye, mit seinen 123 Metern, hat man fantastische Rundsichten über Djursland und die Ostsee. Ja, und eigentlich wird es Zeit, dass ich diese schöne Gegend mal wieder besuche. Das letzte Mal war ich, glaube ich, vor 5 Jahren dort. Und das sieht doch wirklich toll aus. Und so viel zum Thema: Dänemark ist ein flaches Land. Wir marschieren nun weiter auf dem Höhenweg bis zu dieser kleinen Baumgruppe dort hinten. Das sind dann auch die letzten Bäume und Büsche, die wir finden werden, denn das letzte Stück der Wanderung auf Ordrupnes ist sehr karg. Es ist eigentlich eine einzig große Schafsweide. Ordrupnes ist vor ca. 17.000 bis 18.000 Jahren in der Eiszeit entstanden und wird als sogenannte Endmoräne bezeichnet.
Diese zieht sich unter Wasser liegend über die Inseln Sejerø und Samsø bis zur drittgrößten Insel Dänemarks bis nach Fünen. Steht unter Naturschutz und dieser wurde über die Jahre mehrmals strenger ausgelegt. Ziel war es, der doch recht rasanten Bebauung mit Ferienhäusern Einhalt zu gebieten und damit den ursprünglichen Charakter der Landschaft als offene Weide zu erhalten. Und auf der Karte ist hier deutlich die Grenze zwischen der Ferienhausbebauung und dem geschützten Bereich zu erkennen. Und nun gehen wir das letzte Stück bis zur Spitze. Es heißt ja immer, man solle nur nach vorne schauen, aber sich hier umzudrehen lohnt sich, denn dann hat man einen sehr schönen Blick über die Nasenspitze. Gleich haben wir das Ende erreicht und im Hintergrund sehen wir schon die schöne Insel Nexelö. Über diese Wanderung habe ich auch einen Film veröffentlicht. Schaut einfach da mal rein. Wirklich eine urige Landschaft hier. Und ja, da kann man auch mal wieder eine kleine Pause machen. Also einfach mal hinsetzen und im Rucksack nachschauen, was man dort noch Schönes finden kann. Ich hatte Glück und habe das hier gefunden. Na, das ist doch mal was. Hier so am Ufer den Blick über die See schweifen zu lassen, ja, dann schmeckt das kleine Bierchen doppelt so gut. Wir befinden uns jetzt hier an dieser Stelle und nach der kleinen Stärkung geht es entlang der See wieder zurück Richtung Parkplatz. Verlassen wir das Naturschutzgebiet und kommen nun wieder in das Ferienhausgebiet. Wenn wir nach links blicken, dann entdecken wir die vielen sehr ruhig gelegenen Häuser. Hier der gleiche Weg nochmal aus dem Frühjahr 2019. Wie
vorhin schon festgestellt, alles ein wenig grüner im Frühling. Wie gesagt, 2019 war ich Ende Mai hier und 2020 Ende August. Auf beiden Wanderungen bin ich keinen 10 Personen begegnet. Irgendwie schon irre, so in Ruhe die Landschaft genießen zu dürfen. Nun verlassen wir das Ufer und den Strand und folgen dem Weg durch die Siedlung. Ja, und bis zum Parkplatz haben wir noch circa 1 Kilometer des Weges vor uns. Okay, der Weg zieht sich jetzt ein wenig, aber da müssen wir nun mal durch. Und es ist ja auf dem letzten Abschnitt des Weges auch mal ganz interessant, einen Blick auf die im Wald versteckten Ferienhäuser zu werfen. Nun geht es noch über diese kleine Kuppe und dann müsste der Parkplatz doch bald in das Blickfeld geraten. Jo, und gleich sind wir am Ziel. Dort steht mein kleines Dockerchen ganz einsam auf dem Parkplatz. Fazit: Wieder eine sehr, sehr schöne Wanderung. Und ich glaube, die Jahreszeit spielt überhaupt keine Rolle, wann man hier über Ortrupnes wandert. Das wird sich sowohl sommers wie winters lohnen, als auch im Frühjahr oder im Herbst. Und vielleicht konnte ich eine kleine Anregung geben, und dieses kleine Filmchen trägt dazu bei, dass der eine oder andere sich auf diesen schönen Weg macht. Das würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.